Hey Leute, willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir sind hier auf dem Set von Fluch der Karibik und jetzt gucken wir uns hier das Set von die Szene reinherzen. Wahrscheinlich. Die beiden eine komische Kombination. Warum sagst du das? Ich weiß auch nicht. Okay. Wo kommt die kindisch die andere? Du meinst Paare. Judith, gell? Du meinst Judith. Wahrscheinlich. Ja, meine ich auch. Die ist 10! Was machst du denn? Ja! Ich hab dir nicht so. Wieso kann ich nicht schießen? Wie schieße ich nochmal? Die kann nicht. Warum kann sie nicht? Nur was so stimmt. Ah. Flattering haben. Ah, okay. Hä? Warte, guck mal, komm mal her. Das war auch gerade was anderes. Hä? Weißt du, was für ein Attack ist? Da kommt einfach so ein Hammer raus. Den treffen wir vielleicht wenigstens, Judith. Was? Judith soll wenigstens mal treffen. Diese Box, Alter. Die zwei, die passen diesmal, oder? Warum gibt es hier so viele Dialoge? Weiß ich nicht, vielleicht mal ein neuer Charakter? Hintereinander? Achso. Frag den Victor oder so. Und ich muss gleich wieder. Ich mach mal's jetzt. Nee, weil ich kann hier nicht, ich kann hier selber nicht. Das ist ein Gegner. Oh, hast du nicht früher gesagt. Weil ich ihn schon gesehen habe, aber nicht wusste, wie ich es ansprechen soll. Wie kann ich diesen nach vorne Stoß machen? Weiß ich nicht. Ah, da haben wir wieder. Ich komme mit der nicht klar. Mit meiner? Nein, mit ihr. Ja. Mit Patty. Du, mit ihrem Hammer. Der einfach so nach Box einfach kommt. Achtung, da ist ein Gegner. Ach so, okay. Nimm mit. Ja, okay. Ah, ja. Ich kann ja eh nicht schießen. Auch wenn sie eine Pistole hat. Ja, aber man kann trotzdem nicht dann. Ich zaubere, ich weiß gerade, ich habe einen Pfeil geschaffen. Weiß nicht, was das ist. Ich erschaffe einfach ein Dreieck über mir. Gut. Ja, ich weiß ja nicht, was es bringt. Bei seinem Quit oder so erhöhen kann. Bester Vergleich. Das ist das, was mir als erst eingefallen ist. Illusion, schätze ich mal. Was ist eine Illusion? Die links. Die waren da eingeschlossen. Und glaube ich, das stimmt. Das ist so eine Vorwarnung, dass sie wieder draußen sind. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe mich gerade eben schon gefragt, hä, wie kommen die da auf einmal hin? Und es gibt hier Geister und so, es ist nah an die. Ich glaube, die sind tot. Ja, das sind Geister. Nein, das ist voll geil. Du sprichst sogar an. そうね、行きましょう。
Scheinbar ist es keine Illusion. Okay. Ein verängstigtes kleines Mädchen. Nicht der Carol, der arme Carol ist verängstigt. Dieses kleine Mädchen, die ist 14, die ist 15. Aus dem Sicht von Raven. Aus der Sicht von Raven sind alle klein. Nö. Okay. Raven ist der größte. Oder? Damit meine ich im Alter, ne? Ach so. Oh, sie ist hier schon eine richtige Zundere. Ich habe gar nicht aufgepasst, ich habe einfach nur gerade den Schrei gehört. Nein, zur Truhe. Als es nicht bemerkt hat. So. So, jetzt haben wir Rita wieder dabei. Rita nochmal rein. Na, Schatz, willst du sie dabei haben? Willst du jetzt mal Patty spielen? Na, nein, danke. Gerade eben wolltest du es noch. Also, warte, wen gibt's noch mal? Du bist jetzt Patty. Ich glaube, ich bin entscheidend, okay? Du probierst sie jetzt aus, weil du kannst dich mehr an andere Charaktere an. Ich kann nur Schwertkämpfer spielen. Ich habe mich auch inzwischen an ein bisschen Nahkampf gewöhnt wieder. Ja, sie kann ja auch Nahkampf machen. Den komischen Nahkampf. Du meinst der Arm? Ja, ja, Reed hat auch Nahkampf, okay? Ja, da wäre. Ja, zum Beispiel die Tatzenfoto, oder wo er sich mit Buch schlägt. Stimmt, sie hat ja auch das Buch. Stimmt. Und es gibt noch die Tatzenangriffe-Attacke. Oder wo sie. So, sie tötet ihre Gegner mit Wissen. Oder sie auch. Wohin müssen wir jetzt überhaupt nach oben? Ja. Aber schau erstmal, vielleicht blinkt. Okay. Weil sie sagen, sie wollten ja raus und so. Gibt's da was? Ah, hier geht's raus. Ah. Kann man nicht weiter. Ja, stimmt, wie macht man eigentlich nochmal seine Limits? Ich glaube, man muss L1 und L2 oder so. Ah! R1 und L2 vielleicht. Oh Gott. Jetzt bin ich dir auf einmal nur wieder, was sich nähert. Alter, Joko, guck, ich weiß sogar nicht, was du gerade gemacht hast, aber es war gut. Wahrscheinlich ist es gerade ein Zufallsmagieangriff, weil der bunte Kreis hat geräuscht. Leuchtet in unterschiedlichen Farben. Ah, ich glaube, das war dann der Zauber, den ich die ganze Zeit versucht habe zu machen, aber es ging nicht, weil mich die ganze Zeit Gegner. Und kannst du mal Fähigkeiten machen? Bei ihr? Du meinst Fertigkeiten? Ja. Weil ja noch nichts. Magie, also Stärke, Magie. Verteidigung. Vitalität. Geht noch nicht. Ah. Schau mal nach unten, was gibt's da noch? Was ist Spotten? Hier geht alles noch nicht. Ah, doch, Spotten. Spotten mit L3 und die Überlebe mit Anzeige zu füllen. Diese Aktion unterscheidet sich von Spotten. Er macht es mal, weil dadurch mache ich ja diese Limit. Ich weiß auch nicht, wie das geht! Ja, ich mache halt voll dadurch. Ja, ich weiß nicht. Was ist verarzten? Finde wäre ein aktiver Abgeber beim Taumel durch einen Treffer niedergeschlagen zu werden. Ja, mach mal. Dadurch kann ich euch heilen, falls was passiert. Ja. Ausweichen. Falls ich wieder Scheiße baue, oder? Ja. Zauberabwehr. Angriff und Rückschritt. Nutzt TP, um den Schaden zu erhöhen. Hm? Und oh, ich dachte gerade schon wieder TP, wenn. Ich mach das langsam irre. Was? Und Rückschritt? Ja, weil ich kann ja nur. Eigentlich habe ich jetzt alles, was ich aussehen kann. Das stimmt. Gibt's hier irgendwo nochmal Steuerung? Gibt's das? Nein. Warte, er braucht schon Steuerung. Geh mal auf die Bücher. Auf die Bücher? Hier. Und hier sollte irgendwo Anleitung oder so sein. Kampf wieder. Hoch. Ja, hier. Überlimit. Kann mit aktiviert werden, sobald die Anzeige auf der linken Bildschirm gefüllt ist. Eigene Anzeige aufzubrauchen. Okay, also anscheinend mit den Steuerkreuzen, aber ich weiß jetzt gar nicht genau welche, aber. Finden wir schon raus. Wahrscheinlich irgendeine und dann. Da war kein Du kannst mir nicht. Da war einer, den hab ich da vorne gesehen. Ah, okay. Alles klar, wir haben es kapiert. Sorry, ich muss es aufbrauchen. Ich kann das irgendwie auffüllen. Was war das doch mal? Gerade eben eingestellt. L1, oder? Kannst du kurz nachschauen wieder? Nee, L3 war es. Also linker Joystick. Zusammen sind wir viel besser.
Elfe sich dann ausruhen können. Da fehlt Patty. Das sind ja dann 8 Charaktere insgesamt, oder? 9. Was? Da fehlt jetzt Patty, Rupede und noch der Funshop. Du hast recht, oh mein Gott. Ja, sorry, der ist nicht dabei. Jan, glaube ich. Ja, und Rupede. Oh, ja, ihm redet er. Das heißt, das sind ja dann insgesamt 9. Du kannst zählen, das ist gut. Einer von beiden kann zählen. Der von hier uns geht in die Schule, oder wie? Du oder ich? Was ist das? Warum ist sie zugesperrt? Ich sehe kein Schlüsselloch. Bist du oder ich in der Schule? Nur wenn dann, du wenn dann, aber nicht ich. Weiß nicht mal, was das ist? Hast du gesagt, Brooke? Könnte jetzt wieder sein, dass es ziemlich seltsam ist, dass ich dieses Buch genau auf der richtigen Seite aufgeblättert habe. Aber ich frage mich eher, warum man es noch lesen kann. Und warum ist Hauptbuch da? Das ist eine neue Auflage. Das ist eine neue Auflage. Oh. Vor allem, die schauen einfach nur das Buch an und ignorieren die Leiche. Wohin wollten wir nochmal eigentlich mit dem Schiff hinfahren? Machen jetzt einfach eine Dungeon-Erkundung durch ein Schiff. Egal, wir haben das Internet. Ja, dann wissen wir, wo wir lang müssen. Was? Ein Waschlappen? Lass mal. Welchen Spiegel inspizieren kann. Schau mal, ob ich inspizieren kann. Okay. Wahrscheinlich ein Bosskampf und ja. Durch den Spiegel. Alter. Von was für ein Boss-Design? Der sieht echt cool aus. Schauen. Lass ihn uns töten. Oh, jetzt ich die. Nee. Drück, Richter Joystick nach links. Vertrau mir. Wenn du bei ihm dran bist. Normalerweise macht's einen Hammer. Ich bin verwirrt. Du bist fast tot.
Alter! Was ist mit dem? Auch Medizin. Ah! Dann heil dich doch! Nee, da steht irgendwas mit diesem Medikament. Geh, halt mal auf Abstand. Ich kann mal gern setzen. Wie kann ich mal gern setzen? Füll mal die Limitanzeige bitte. Wie denn? L3, linker Joystick! Ja, sehr gut! Ich spam das mal kurz. Ja, bitte. Warte, bis ich zwei habe. Er misshandelt mich! Ja! Kann sowieso nicht machen, er tötet mich hier! Okay, ich kann nicht. Oder warte, doch. Halt. Wir haben eine Trophäe bekommen. Eine Geheimmission. Wir haben irgendwas erfüllt, wo ich nicht. Er hat mich übelst misshandelt. Dahin hast du es gesehen. Ja. Das war nicht gut. Das hat doch funktioniert. Das ist deine Schuld. Ich wusste nicht, dass ein Bosskampf kommt. Doch, das ist wahrscheinlich. Ja, dann sag doch, dass du Rita spielen willst. Aufgezwungen. Du wolltest die ganze Zeit Tulip spielen, von der du keine Ahnung hast. Ich Tulip. Das hast du vorher gesagt, du willst Tulip spielen. Mit der KTX besser als Patty. Ja, wenn du sagst, dass du von Tulip keine Ahnung hast, dann sagst du dann, ich will mit Tulip spielen. Ja, dann hätte ich außer Patty genommen. Ja, und der eine kratzt sich nur, der andere ist unnötig. Ich hätte wahrscheinlich einfach Rita spielen am besten wollen. Ja, dann sag es doch! Du hast gesagt, nein, du spielst jetzt Patty! Ja, weil du die ganze Zeit Tulip spielen wolltest. Du hast nicht einmal Rita erwähnt. Rita und Spielen waren nicht in einem Satz. Ach, du hast mir aufgetrunken. Ja, ich zwing dir jetzt Rita auch kein Ding, Alter. Geil, Carol bleibt immer noch F-Tier. Wer ist F? Carol. Was ist Carol? Harold. Der Junge. Ah, ja. Schiff ist in Flammen. Ach, ich dachte, wir werden angegriffen. Hey, weil ich da auf so ein Ja, ich hab's gesehen. Das wird auch von uns losgehen. Rote Schachtel, geheimnisvolle Schachtel vom Geisterschießen. Mutter, ist richtig. Es muss etwas Wichtiges enthalten. Ich habe es ausgegeben.
hast dieses Symbol über dem Kopf. Ah, das stimmt, wird dir vom Monster angezogen, dieses Behälter. Stimmt. So, du willst Rita? Dann pennt die komplett raus. Warum brauchst du jetzt eine Pille? Achso, die ist ja fast tot, deswegen. Achso, das bedeutet ein Symbol. Ja, was hast du denn? Keine Ahnung, was anderes. Das ist der Statuseffekt. Okay, dann ist jetzt Brave hier drin, okay. Wollen wir sie heilen, oder? Nein, brauchen wir nicht. Geh auf Artis und heil sie dort. Erste. Oder im Tat. Achso, wieso? Aber, na, also. Warte, mich nicht. Hat sie nur 900 KP? Ja. Warum? Nein, sie hatte doch mal viel mehr. Ja? Sie hatte viel mehr, die hatte doch genauso viel weh wie wir. So 1000. Warum hat jetzt Rita auch weniger HP? Sinkt die oder was? Nee, wahrscheinlich steigt so schnell wie bei euch. Also halt. Ja, aber Estelle hatte davor auch mehr. Und nicht umschauen. Haben wir doch schon. Ah! Ein Monster. Oh, jetzt wäre umgedreht. Hä? Egal, was ah, nee, wir sind Ding auf andere Seite. Du fangst die Impfung mit der Attacke. Ich weiß. Tut mir leid. Totstellen! Wenigstens bin ich nicht wie der Carol. Wer umgedreht. Boah, das ist so ein. Ich verstehe das wirklich jetzt nicht mit den KP. Das macht doch auch das Wort, weil es da unbedeutend ist, also nicht kann. Was ist das hier? Ja, das. Eine heilige Relikte stellt mit unter 3% der maximalen KP wieder her. Hm. Keine Ahnung, was das heißt. Ich mach's über Nita. Nee, doch nicht bei Rita. Dann halt bei. Nee, doch nicht bei Rita. Bei Estelle. Das ist sehr bequem im Kampf. Geil, heftig! Ich glaube, wir kommen mal gar nicht weiter. Doch oben, wahrscheinlich ist da auch umgefallen. Das fällt alles um. Ja, aber zum Glück fällt alles um, sonst würden wir hier nicht weiterkommen. Tatsächlich. Nee, ist nicht umgefallen. Nee, ist es nicht. Okay. Oben kann man noch weiter schauen. Oh, ein Heilkraut hält maximal KP um 10. Oh. Oh. Wir sollten weniger die Fähigkeit. Dafür mehr Platz haben. Das ist jetzt eine sehr unpopuläre Macht. Ach, das ist ein Accessoire oder was? Nee, das war schon. Okay, also ein Item, das man einmal verwenden kann. Dachte ich gerade auch, ne? Aber hier ist es nirgendwo. So. Wie hieß es nochmal? Heilkraut. Bei heißt es. Ach so, aber es ist ein Heilkraut. Erhöht maximale KP um 10. Um 10? Ja, toll. Mach halt gleich mehr. Um 10, Alter. 10%. Da steht 10 Punkt. Ah. Auf wen machen wir es? Ja, mal auf Ding, Estelle. Ist das so oder so? Guck auch auf um 10. Oh. Nochmal? Ja, okay. Du sagst nur 900. Was für. Ich weiß ehrlich, was. Davon hatte ich. Was heißt dieses Blaue? Das hat er sie immer noch. Ist das vielleicht begiftet? Bei bestem Willen, ich hab keine Ahnung. Schau mal, ob es noch was für Statuseffekte gibt. Wo sieht man das denn? Nicken wir ganz normal auf sie drauf? Ja? Ah. Ich konnte mich hier noch irgendwie normale Statuswerte und so. Gerade im Status. Hier. Das oben steht da. Resistenz Attribut. Hä? Ja, nur eine Resistenz. Das bringt ja nichts. Hier steht da draußen nichts. Ah. Ja, keine Ahnung. Sie ist halt tot.
Sie ist so, wahrscheinlich sie hat sie nur eine Krankheit oder so, und du sagst, ja, sie ist tot. So gut wie. Ja, okay, hebt sich weiter. 10.000. Nicht ganz wenig. Du sagst, wir sind arm. Wir machen in der Stadt sind sehr wieder nach überpowerten Items. Du oder ich? Hm? Ich, weil ich kenne mich damit besser aus. Ja, aber ich muss ja hinlaufen. Was denn? Du läufst hin, ich mach dieses Geschäftliche. Okay. Können wir so machen. Laufen kann ich, das habe ich gelernt. Ich alleine nicht. Du bist wieder raus, wieder rein, meine ich. Und links war eine Tür. Ah, Türen. Das sind doch diese Sachen, da kann man durchlaufen. Ne, man muss erst öffnen, dann kann man durchlaufen. Ja, dann weiß ich nicht, wie es funktioniert. Einfach mit der Pistole kurz hinhalten, schießen, fertig. Exactly, und vor allem die Kleine hatte sogar eine. Nicht nur eine. Erst Schlossklacke. Okay. Ja, brauchst du doch keine Pistole. Der Schädelmonster. Ah, das ist ein Monster gerade. Ja. Das, was mich total enthandelt hat dahin. Nicht das Erste. Das ist halt wirklich so. Yuri, die verstehen, ihn verstehen. Warum keine Hundesprache? Apropos, Repeater, wir wissen ja nicht mal seine Story. Ja, aber die Story ist krass. Okay, gut, Leute, wir sagen mal, wir sehen uns mal bei Tales of Vesperia und ciao.